Hi Leute, hier ist Kai von Schwarz auf Weiß. Diesmal reaktiviere ich ein Format, das vielleicht mein Lieblingsformat auf diesem Kanal ist, nämlich den Bücherbattle. Ich habe zwei Bücher mitgebracht, die ich gegeneinander antreten lasse. Das eine ist von Charles Lewinsky, Der Stotterer, Roman, 2019 bei Diogenes erschienen. Das andere sind Lehmanns Erzählungen, Hoffmann und Campe, ursprünglich erschienen 55 Jahre vorher. Von Siegfried Lenz. Das ist das erste Buch von Charles Lewinsky, das ich gelesen habe. Der Stotterer ist eine sehr interessante Figur, sehr interessanter Protagonist, ein Hochstapler, ein Betrüger, der sehr erfolgreich, der so ein bisschen auf die schiefe Bahn gerät, auf die sehr schiefe Bahn, um genau zu sein. Johannes Hosea Stärkle heißt der, ein sehr unscheinbarer Name für eine sehr unscheinbare Figur, der stottert, der wird auch zum Stottern getrieben. Wir erfahren dann so mehr und mehr über seine Kindheit. Wie erfahren wir das? Das ist das Interessante aus seinen Aufzeichnungen, aus seinen Briefen, vor allem aus seinen Briefen, als er nämlich im Gefängnis sitzt, an den Padre, so nennt er den Gefängnispfarrer. Er darf die Bibliothek betreuen, er ist ein leidenschaftlicher Leser, Literatur ist sein Spielfeld. Er hat auch auf seiner kriminellen Laufbahn sehr viel mit Briefen und betrügerischen Nachrichten gearbeitet und das zur Virtuosität getrieben. Und mit diesen Zeugnissen erfahren wir was über ihn. Also so ein bisschen ein unsicherer Erzähler, weil wir wissen natürlich nicht, sagt er die Wahrheit oder nicht. Später werden dann noch andere Quellen dazu gemischt, aber wir erfahren im Prinzip alles aus Aufzeichnungen oder Briefen in irgendeiner Form. Vielleicht ist es auch ein bisschen eine antiquierte Form. Der Name deutet schon ein bisschen an, dass dieser Johannes Hosea Stärkle eben aus einem Elternhaus kommt, das extrem religiös ist, also so freikirchliche Sekte. Da gibt es dann auch so ein so eine Figur, Bornhofen, der noch eine größere Rolle spielen wird, das werde ich jetzt nicht spoilern, aber der Guru, der Oberprediger, der einen sehr negativen Einfluss auf den Lebensentwurf unseres Helden hat und auf andere Figuren. Im Laufe des Buches, da hatte ich dann das Gefühl, dass der Autor seinem Plot und dem Tiefgang seiner Figur nicht vertraut, gibt es dann so ein Also muss dann so eine äußere Handlung angestoßen werden, nämlich diese Bibliotheksstelle wird dann so ein bisschen unsicher, weil unser Held gegen seinen Willen im Prinzip zum Handlanger, zum Drogenkurier im Prinzip gemacht wird, obwohl er das gar nicht so, so will. Wir wissen natürlich nicht, ob er es nicht will, wir erfahren es ja immer nur aus Tagebuchaufzeichnungen auch, das ist nämlich eine andere wichtige Quelle. Ja, gibt es ja halt noch diese andere Handlung. So, und das ist dann auch mein großer Kritikpunkt, ne? So dieser, den Twist, den diese Handlung nimmt, ich werde das Ende nicht spoilern, hat mir nicht gefallen. Das hätte es in meinen Augen nicht gebraucht. Das Buch ist 416 Seiten dick. Es hätte diesen Twister, da kommt nicht gebraucht. Es sind auch so Erzählungen eingeschoben, die sind von unterschiedlicher Qualität, wie ich finde. Ein paar sind ganz unterhaltsam. Und so der Stotterer versucht sich so als Erzähler, als literarischer Schreiber. Auch da hätte ich nicht die Erzählungen, die er schreibt, dann lesen müssen, weil es tut letzten Endes, fand ich, überhaupt nichts zur Sache. Und dann fand ich, dass dieses, wenn man schon nur diese Textfragmente, Aufzeichnungen, sonst was bekommt, dann, also ich habe mir da ein bisschen mehr erwartet, dass noch was kommt, ne? Das ist so Calvino-mäßig, wie in wenn ein Reisender in einer Winternacht, ne? Oder so Paul Auster-mäßig, das ist so total abtreten, du dann gar nicht mehr weißt, wer hat das jetzt geschrieben? Wann wurde das geschrieben? Wurde das geschrieben? Ist das ein Buch in einem Buch oder sonst was? Na, ich hätte erwartet, dass da noch irgendwas passiert. In meinen Augen nutzt Lewinsky die Möglichkeiten dieser Form bei weitem nicht aus und das Finale säuft dann so komplett ab. Trotzdem, der Autor wurde für den Deutschen Buchpreis schon nominiert, er kann erzählen. Das ist sehr witzig, das ist gut geschrieben, es hat an vielen Stellen sehr viel Tiefgang, ist sehr satirisch, also vor allem Leute, die Satire mögen.
Die kommen hier auf ihre Kosten. Das Buch hat definitiv Qualitäten. Ich habe es auch sehr gerne gelesen, aber am Ende hat es mich einfach enttäuscht. Und dann kommen wir damit zu Lehmanns Erzählungen. Wie gesagt, 1964 bereits erschienen. Siegfried Lenz ist ja leider verstorben. Das sind Erzählungen, die so ein bisschen episodisch sind, muss man sagen. Das sind, glaube ich, 6 Kapitel, wenn ich mich richtig erinnere. Und was ich jetzt erst in Vorbereitung auf dieses Video erfahren habe, das waren ursprünglich mal, wurde das fürs Radio geschrieben, diese Episoden. Deswegen hängen die auch mehr so lose zusammen, die sind in so loser Folge erschienen. Es beginnt mit dem Kriegsende 1945 und endet mit der Währungsreform 48. Spielt zum größten Teil in Hamburg, wo Siegfried Lenz ja dann auch gelebt hat, nach der Vertreibung aus Ostpreußen, mit seinem Engagement, sage ich mal, für die Wehrmacht. Und unser Held Lehmann, Holger Heinz Lehmann, den verschlägt es dann halt nach Hamburg, und im Gepäck hat er eine erstaunlich große Anzahl von silbernen Kaffeelöffeln. Das ist sein Startkapital, denn er reüssiert sehr schnell, und darum geht es auch auf dem Hamburger Schwarzmarkt. Sind so die einzelnen Kapitel, um die es geht, sind so die Coups, die er da macht. Denn er mausert sich dann so im Laufe der Jahre zum heimlichen Schwarzmarktkönig, kann man sagen. Und da gibt es dann so Anekdoten, dass er zum Beispiel für die GIs ganz viel Schnaps organisieren soll. Ne? Die wollen eine Party feiern, und es ist nichts zu organisieren. Dann wenden sie sich an ihn und sagen, ey, Lehmann, du hast doch hier Möglichkeiten, weißt du. Und dann macht er das auch irgendwie möglich. Oder er soll für einen alten Mann, der auf dem Sterbebett liegt, da soll er ein Denkmal, auch ein Vertriebener übrigens, soll er ein Denkmal besorgen, ja, und das sagt man, ein Denkmal, aber er macht's möglich. Oder er soll Silber über die Zonengrenzen, damals im geteilten, besetzten Deutschland, Besatzungszonen von den Alliierten, über die Zonengrenzen soll er Sachen schmuggeln. Ja, auch das macht er am Ende, und das ist die Gemeinsamkeit, und deswegen habe ich das Buch ausgewählt, verschlägt es ihn auch ins Gefängnis. Und auch da soll er einige Dinge drehen. Warum gefällt mir das Buch so sehr? Es gefällt mir sehr, weil es sehr, sehr witzig ist, sehr heiter. Ich bevorzuge vor allem die kürzeren Texte von Lenz, die heiteren, die witzigen. Das sind die stärksten Texte. Das ist vielleicht eins seiner Meisterwerke. Wir erfahren zwar sehr, die Figur hat jetzt vielleicht weniger Tiefgang, weil wir jetzt über seine Kindheit, Elternhaus, sonst was nichts erfahren. Hat zwar so ein paar ganz kleine autobiografische Züge, ne? Auch Lenz hat so auf dem Schwarzmarkt die ein oder andere Erfahrung gemacht, aber da ist er nicht alleine in dieser Generation, glaube ich. Eine Figur, über die wir mehr erfahren, ist dann so seine Vermieterin, später Partnerin, Ex-Polizistin und Judo-Kämpferin. So, und dann gibt es halt die ersten Anekdoten über Schweineschlachten, wie die in ihren Judo-Kitteln dann da an die Tür gehen und was das ist. Also das ist sehr witzig, das ist sehr unterhaltsam. Es sind knapp 100 Seiten in diesem kleinen Format, also ist auch schnell gelesen. Tolles Vorlesebuch, aber auch hier ganz am Ende, war es mir dann ein bisschen zu süßlich, mehr sage ich nicht dazu. Während es ansonsten schön unmoralisch ist. Ein besonderes Schmankerl sind auch, der Lehmann hier arbeitet mit literarischen Versatzstücken, Zitaten, ohne die Quelle zu benennen, aber es sind dann so prominente Autoren aus der Romantik, deutschen Klassik und so weiter. Das ist immer sehr schön und sehr passend. Wie gesagt, schön unmoralisch, nicht so bieder, einfach super unterhaltsam. Hat dann natürlich auch so einen zeitgeschichtlichen Kontext. Und wurde auch verfilmt, die Verfilmung, wie so ein altes ZDF-Schwarz-Weiß-Ding von Anno Dickmilch. Kenne ich jetzt auch nicht, aber ist vielleicht auch interessant für den einen oder die andere.
ja, wenn ich jetzt entscheiden muss, was ist in seiner Form, was ist besser, würde ich sagen, Lehmanns Erzählungen hat mich unterm Strich mehr überzeugt. Lässt sich natürlich schwer vergleichen, weil wenn man jetzt auf dickere Bücher steht, Romane, ist man natürlich mit dem Stotterer besser bedient. Aber so innerhalb seiner Gattung, ne, auch weglassen ist eine Kunst. Lenz hat auch dickere Bücher geschrieben. In seiner Form, in seiner Gattung ist Lehmanns Erzählung für mich am Ende der Sieger und der stärkere Text. Kennst du die Bücher? Hast du eine andere Meinung? Dann schreib's doch hier in die Kommentare. Danke dir fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal.